Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen. Ich habe heute wieder ein kleines Thema mitgebracht. Ein kleines Thema, das in Wirklichkeit nicht klein ist. Wenn du die Überschrift liest, die Atmung ist in Wirklichkeit ein großes Thema. Es ist eine Vitalfunktion. Wir wollen uns aber heute darauf begrenzen, dass wir etwas dazu sagen, was in unserem Brustkorb passiert. Und dazu zunächst ein Übersichtsbild. Es ist also jetzt nicht schlimm, wenn du diese ganzen kleinen Begriffe nicht lesen kannst. Ich setze jetzt mal in gewisser Weise voraus, dass du, der du dieses Video jetzt anschaust, doch ein bisschen Ahnung schon hast von der Anatomie. Es würde also Stunden brauchen, um jedes einzelne Atemorgan zu besprechen. Deshalb nur ganz kurz zur Einleitung. Unsere Atemluft strömt ein über die Nasenhöhle. Wir haben hier einen sogenannten Sagittalschnitt. Dann geht es weiter in den Rachen. Die Luft strömt durch den Kehlkopf durch. Der Kehlkopf alleine ist schon ein Wunderwerk, wo man also viele Stunden drüber reden könnte. Dann haben wir die Trachea, die Luftröhre. Und die Luftröhre teilt sich dann in die beiden großen Hauptäste, die Stammbronchien oder Hauptbronchien. Und alles, was sich dann anschließt, ist ein baumartiges Gebilde, das also in unsere beiden Lungenflügel hineinragt. Und der eingeatmete Sauerstoff kommt dann letztlich in dieser Struktur an. Das sind hier so kleine Alveolarsäckchen, bestehend aus den korbförmigen Alveolen. Und wir sehen, dass dieses Alveolarsäckchen ausgestattet ist mit einem Netz von Blutgefäßen. Das heißt, an dieser Stelle, man sagt auch dazu die Luft-Blut-Schranke. Dort tritt also der Sauerstoff ins Blut über und das Kohlenstoffdioxid macht dann bei der Ausatmung genau dasselbe. Also auch hier gäbe es sehr viel zu sagen. Diese Strukturen sind alle fantastisch gebaut, sodass sie wirklich auch wunderbar funktionieren können. Was brauchen wir, um atmen zu können, um einatmen und ausatmen zu können? Wir sehen hier zwei Rippen, zwei nebeneinander liegende Rippen und wir wissen alle, zwischen den Rippen liegt die sogenannte Zwischenrippenmuskulatur, eine wichtige Art der Atemmuskulatur. Und wir sehen hier, ich beschränke mich jetzt mal auf diese beiden Bilder, zwei Verlaufsformen. Das ist einmal die äußere Zwischenrippenmuskulatur und zum anderen die innere Zwischenrippenmuskulatur. Die äußere Zwischenrippenmuskulatur, was macht sie? Sie hebt die darunterliegende Rippe ein Stück an, sie zieht sie nach vorn und oben und wenn das alle Rippen machen, dann kommt insgesamt eine Hebung, eine Erweiterung des Brustkorbs zustande. Die innere Zwischenrippenmuskulatur, die also im rechten Winkel dazu verläuft, also ich habe es mir immer so gemerkt, äußere Zwischenrippenmuskulatur, das ist wie wenn ich meine Hände nehme und in die Hosentasche stecke oder richtiger müsste man sagen, in die Brusttasche, also die Hosentaschen müssten dann hier oben sein, dann habe ich die Verlaufsrichtung der äußeren Zwischenrippenmuskulatur. Und dazu im rechten Winkel dann die inneren Zwischenrippenmuskeln und die machen genau das Gegenteil, sie senken die Rippen wieder ab. Nun wissen wir, bei der Ausatmung, das ist normalerweise eine passive Leistung, wir machen diesen da, ja, und dazu brauchen wir eigentlich keine aktive Muskelleistung. Aber es gibt doch Situationen, wo die inneren Zwischenrippenmuskeln benötigt werden. Hier sehen wir nochmal im Querschnitt den Verlauf einer Rippe, die hier vorne dann beides oder beide Rippen münden dann in das Brustbein rein. Wir sehen hier hinten die, angedeutet die gelenkige Verbindung zu den Rückenwirbeln. Aber hier ist mit den Pfeilen auch angedeutet, dass also da eine Bewegung stattfindet und für Bewegung brauche ich immer Muskulatur und in dem Falle ist es die Zwischenrippenmuskulatur. Die zweite Art der Atemmuskeln, das ist das Zwerchfell. Wir werden es gleich im Bild noch sehen. Das Zwerchfell ist ja die Trennung zwischen Brust- und Bauchraum. Und das Zwerchfell besteht aus Radiären, Zwerchfellmuskeln. Es ist also mehr oder weniger eine Muskelsehnenplatte, die normalerweise zwei solche Kuppeln hat. Und die Leistung bei der Einatmung besteht darin, dass diese Kuppeln abflachen. Das heißt, der Brustkorb wird bei der Einatmung dann auch nach unten erweitert. Und jetzt wollen wir beide Prozesse, die Einatmung und Ausatmung mal auseinandernehmen. Hier zunächst die Einatmung oder auch Inspiration. Was ist die Voraussetzung für die Inspiration? Ich habe es gerade schon gesagt,
Wir brauchen die Kontraktion der äußeren Zwischenrippenmuskeln und diese isolierte Leistung, sie wird auch als Thorakalatmung bezeichnet. Gleichzeitig aber auch die Kontraktion der radiären Zwerchfellmuskeln, was dann auch wieder isoliert die Abdominalatmung wäre. Wir haben aber zusammengenommen eine Mischatmung. Wir sehen es nochmal im Bild. Die Thorakalatmung würde bedeuten, dass die Rippen nach vorne und oben und zur Seite gezogen werden, also dass so der Brustkorb sich erweitert und gleichzeitig der Boden des Brustkorbs, das Zwerchfell, sich nach unten absinkt. Und deswegen ist die Folge immer die Vergrößerung des Thoraxraums. Und diese Vergrößerung des Thoraxraums zieht nach sich, dass die Lunge mit gedehnt wird und dass demzufolge auch sich das Lungenvolumen vergrößert. Und das ist gar keine Selbstverständlichkeit. Dazu müssen wir, und das möchte ich jetzt als anatomische Ergänzung noch bringen, müssen wir wissen, dass die Lunge nicht einfach frei im Brustkorb liegt, sondern dass sie eine Befestigung am knöchernen Brustkorb und auch am Zwerchfell hat. Ich habe hier mal was selber gezeichnet. Und zwar, ich denke, einige werden es schon wissen, für die, die es noch nicht wissen, die Lungenflügel bis sogar in ihre Lungenlappengrenzen hinein sind überzogen von einer Schicht, die man als Pleura bezeichnet, Pleura oder Brustfell. Und da sich diese Pleura an der Lunge befindet, heißt sie Pleura pulmonalis. Pulmo heißt Lunge, das wissen wir, also die Pleura pulmonalis. Sie ist also wie so ein Überzug, eine feuchte Schicht, die die Lungenflügel überzieht. Und nun ist es aber so, dass gleichzeitig, wenn wir uns den Brustkorb vorstellen wie so einen Raum und wir stellen uns vor, dieser Raum ist allseitig tapeziert, also nicht nur die Wände an der Seite, sondern auch die Decke und auch der Boden, haben wir die sogenannte Pleura parietalis, also die Paries heißt ja Wand, es ist die wandständige Pleura, also der gesamte Brustraum ist ausgekleidet mit der Pleura parietalis. Es gibt noch einen Raum um das Herz, das Mediastinum, das würde ich jetzt mal aus Gründen der Einfachkeit weglassen. Also wir stellen uns vor, die sogenannte wandständige Pleura, sie tapeziert den ganzen Brustraum aus. Und nun ist ja die Lunge, ist ja ein ganz vielfältiges Gebilde, sie grenzt ja an den Brustraum an und das bedeutet, diese beiden Pleuraschichten kommen aneinander zu liegen. Sie haben die Eigenschaft, gering Flüssigkeit zu sezernieren, das sind diese blauen Pünktchen, die ich hier gezeichnet habe. Es entsteht also ein Flüssigkeitsfilm und dieser Zwischenraum wird auch als Pleurahöhle bezeichnet und das bedeutet, die Pleuraschichten liegen aufeinander. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir nehmen zwei Glasobjektträger und wir machen einen Tropfen Wasser dazwischen und dann pappen wir beide Blättchen aufeinander, dann wissen wir, wir kriegen die nicht auseinander. Warum nicht? Weil Kräfte wirken, physikalische Kräfte, die man auch als Kapillaradhäsionskräfte bezeichnet. Also diese beiden Schichten haften ganz eng und ganz fest aneinander und das ist auch eine sehr wichtige Funktion. Gleichzeitig wissen wir aber, wir könnten diese beiden Objektträger gegeneinander verschieben. Und das habe ich aufgeschrieben. Dasselbe passiert auch bei diesen beiden Pleuraschichten. Es entsteht eine gleitende Verschieblichkeit. Und dieser Pleuraspalt, der mit Flüssigkeit gefüllt ist, hat natürlich auch den Effekt einer Reibungsminderung. Aber dieser feste Zusammenhalt plus die gleitende Verschieblichkeit sorgen dafür, dass die Lunge gezwungen wird, alle Bewegungen des Thorax mitzumachen. Ja, hier nochmal ein etwas schöneres Bild mit den englischen Begriffen. Also hier sehen wir nochmal, wie im Brustkorb die beiden Lungenflügel drin liegen. Und hier ist nochmal vergrößert dargestellt das Lungengewebe. Hier ist so schön rosa. So sieht es übrigens in der Natur dann oft nicht aus. Ist also umgeben von dieser ersten Schicht, von dieser Pleura pulmonalis. Und dann haben wir diese zweite Schicht, das ist die Tapete am Brustkorb, die Pleura parietalis, dazwischen die Pleurahöhle. Diese beiden Schichten, ich habe es gerade schon erklärt, liegen eng aufeinander. Pleura pulmonalis und Pleura parietalis haften fest aneinander, können aber gleichzeitig aneinander gleiten. Und nochmal dieser wichtige Fakt, auf diese Weise muss die Lunge den Bewegungen des Thorax folgen.
wenn der Brustkorb jetzt diese Leistung der Erweiterung gemacht hat, über die Zwischenrippenmuskulatur, über die Kontraktion der radiären Zwerchfellmuskeln, dann bedeutet das ja, dass wir einen Raum haben, der größer geworden ist, aber die Luftmenge ist gleich geblieben. Und das bedeutet immer ein Druckabfall. Man kann messen den Alveolardruck, das wäre also sozusagen der Druck innerhalb, der innere Lungendruck, denn die Alveolen bilden ja letztlich einen großen gesamten Innenraum. Und es kommt zum Druckabfall gegenüber dem atmosphärischen Druck auf minus 2,7 bis minus 10 Kilopascal. Also dieses Minus bedeutet jetzt, es ist ein Unterdruck gegenüber dem atmosphärischen Druck. Auch der Druck im Pleuraspalt nimmt ab. Ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt das ganz Entscheidende. Entscheidend ist der abgesunkene Alveolardruck gegenüber dem atmosphärischen Druck, also der umgebenden Außenluft. Und da gibt es nur eine sinnvolle Folgerung daraus. Es muss zu einem Druckausgleich kommen und der Druckausgleich ist nichts anderes als der Lufteinstrom in die Lunge. Und dann wird dieser Druckunterschied zwischen Alveolarluft und atmosphärischer Luft ausgeglichen und das ist nichts anderes als unsere Einatmung. Ich betone das so, weil es viele Leute denken, ich atme ein und so kommt einem das auch vor und deswegen erweitert sich der Brustkorb. Aber genau so rum ist es nicht, sondern der Brustkorb muss sich erweitern, es muss dieser Unterdruck entstehen, damit Luft einströmen kann. Und jetzt schauen wir uns an, wie sieht das Ganze bei der Ausatmung aus. Die Ausatmung, ich sagte es schon, ist in der Regel passiv. Es kommt zur Erschlaffung der äußeren Zwischenrippenmuskulatur und auch das Zwerchfell erschlafft. Das würde bedeuten, diese Zwerchfellkuppeln, ja, so war es abgeflacht, die bilden sich wieder aus. Das heißt, das Zwerchfell bewegt sich ein Stück wieder nach oben und das bedeutet eine Verkleinerung des Thoraxraums. Das heißt, jetzt haben wir den Raum wieder mit einer bestimmten Luftmenge gefüllt, aber der Raum wird plötzlich kleiner. Das bedeutet ein Druckanstieg. Also, Lunge geht in die ursprüngliche Ausdehnung zurück. Sie ist übrigens auch elastisch, deswegen kann sie das sehr gut. Und die logische Schlussfolgerung, es kommt zu einer Erhöhung des Alveolardrucks gegenüber dem atmosphärischen Druck auf plus 2,7 bis plus 0,4 Kilopascal. Also hier gibt es keine 10, hier sind es nur 0,4 Kilopascal. Auch der Pleuradruck, wenn man sich das mathematisch jetzt anguckt, steigt etwas an auf minus 0,8 Kilopascal. Aber du kannst dir vielleicht denken, dieser Druckwert muss negativ bleiben. Dieser Unterdruck hält die beiden Pleuraschichten oder Pleurablätter, wie man auch sagt, dazu zusammen. Und wenn dort Pluswerte entstehen würden, dann würden die Pleurablätter auseinanderweichen. Das heißt, an dieser Stelle würde die Lunge die Bewegungen des Thorax nicht mehr mitmachen. Und ja, wenn das im großen Maße passiert, würde die Lunge zusammenfallen. Zum Beispiel beim Pneumothorax. Ein schweres oder ja, ein schwieriges Krankheitsbild. Und auch hier das Resultat. Der Luftausstrom aus der Lunge ist nichts anderes, also unsere Ausatmung ist nichts anderes als ein Druckausgleich zwischen der Alveolarluft und der atmosphärischen Luft. So funktioniert Atmung. Atmung ist also total wichtig. Ich wünsche uns alle, dass wir frei atmen können, auch vor dem Hintergrund der jetzigen Situation. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und vielleicht machen wir noch ein nächstes Video, was noch andere Aspekte der Atmung beleuchtet. Danke für eure Aufmerksamkeit.